Schmunzeln heute Morgen bei all denjenigen, die Bankaktien im Depot haben. Vor allen Dingen Aktien der Deutschen Bank und der UBS. Die kamen jeweils mit Zahlen. Ja, und wie die ausgefallen sind, das wollen wir besprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Zunächst mal grundsätzlich zur Deutschen Bank. Da gab es ja nicht nur Zahlen, sondern auch eine Kapitalerhöhung. Und das müssen Sie uns erklären. Der Kurs startet durch, deutlich nach oben, trotz der Kapitalerhöhung. Eigentlich haben wir doch das Gegenteil, normalerweise. Normalerweise, ja. Es war sicherlich die Überraschung, dass eine Kapitalerhöhung gleich mit angekündigt worden ist, nachdem die Quartalszahlen präsentiert worden sind. Und hier kam vielleicht etwas der Investmentbanker bei der Deutschen Bank im Vorstand wieder heraus. Gute Quartalszahlen, sehr gut aufgenommen vom Markt, deutlich über den Schätzungen. Das bedeutet natürlich ein gewisses freundliches Klima. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum hier diese Kapitalerhöhung so freundlich aufgenommen worden ist. Und man sollte eins nicht vergessen, das neue Führungsduo der Deutschen Bank, es hat sich ja ganz oben auf die Fahnen geschrieben, die Kernkapitalquote deutlich zu erhöhen. Man will als systemrelevante Bank eine sichere Bank letztendlich sein und mit dieser Kapitalerhöhung, am Ende sind es ja jetzt 3 Milliarden Euro gewesen, geht man ganz klar in die Spitzengruppe, was das harte Kernkapital nach Basel III angeht. Man hat sogar ein höheres Kernkapital hier als der Branchenprimus von JP Morgan und das ist doch mal ein Wort. Die Schweizer Großbank UBS ebenso mit Zahlen, die sind bei der Kernkapitalquote, glaube ich, ähnlich gut aufgestellt wie die Deutsche Bank jetzt nach der Kapitalerhöhung. Auch die kamen mit Zahlen und auch die waren offensichtlich besser als erwartet, denn auch hier geht die Aktie nach oben, deutlich. Ja, deutlich besser die Zahlen als erwartet und Axel Weber, der deutsche CEO, ihn wird es sicherlich auch sehr gefreut haben und vor allem hier ganz interessant zu sehen, UBS wird natürlich immer verglichen mit der CS Group in der Schweiz, die ja vor kurzem ihre Zahlen vorgelegt haben. Beide haben ein sehr unterschiedliches Geschäftsmodell. UBS hat ja unter Axel Weber sich von dem risikoreichen Investmentbanking getrennt und man wollte hier sehen, ja, kann man tatsächlich noch solche Gewinne erwirtschaften, wenn man tatsächlich sich von dem schwankungsintensiven, aber auch teilweise ertragsstarken Investmentbanking trennt. UBS hat es gezeigt, ja, man kann tatsächlich und vor allem, was bei der UBS in den Zahlen wirklich auffällt, man hat im sogenannten Wealth Management bei den sehr, sehr reichen Kunden Zuflüsse von sage und schreibe 15 Milliarden Schweizer Franken in einem Quartal gehabt. Das ist der höchste Zufluss seit dem Jahre 2007. Das beweist, man hat Vertrauen in dieses Geldhaus, scheinbar nicht unbedingt in der Schweiz, hier hat es etwas Verlagerung gegeben, aber vor allem berichtet man davon im arabischen Raum unheimliche Zuflüsse und nachdem man seine Probleme in Amerika jetzt auch weitgehend gelöst hat, scheinen auch die amerikanischen Vorverwalter, die amerikanischen Vermögenden in dieses Traditionshaus wieder Vertrauen gefasst zu haben und die zahlen also wirklich sehr stark, auch ohne aktives Investmentbanking. Mal schauen, ob das dann Abstrahlwirkung auf die amerikanischen Großbanken hat. Normalerweise ist es ja mal andersrum, aber heute könnte es dann positive Signale auch für die Wall Street geben. Apropos Wall Street, der S&P 500 auf einem Allzeithoch, hat das jetzt endlich geschafft? Ganz knapp geschafft, möchte man sagen. Aber es bleibt schlichtweg dabei. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die Kritiker werden sagen, die Umsätze sind weiterhin sehr, sehr dünn. Aber es bleibt dabei. Schlechte, schwächere Kurse werden weiterhin zu Käufen genutzt, aber der April neigt sich dem Ende zu, heute letzter Handelstag. Die letzten drei Mais, immer das alte Sprichwort, sell in May and go away. Tatsächlich war es so an der Wall Street, die Mais 2012, 11 und 10, sie waren jeweils Monate, wo der Index im Minus geschlossen hat. Insofern im Hinterkopf vielleicht schon noch bleiben, es wird noch einige Hürden geben, aber wie gesagt, die Wirtschaft. Es sind hier auch Schwächezeichen zu sehen, die Notenbank wird weiterhin alles tun und solange dieses Verhalten so bleibt, beide Dieb, solange man bei schwächeren Kursen weiterhin einsteigt, wo soll man auch hin mit dem Geld? Solange kann es durchaus sein, dass wir in nächster Zeit noch weitere Höchststände sehen werden. Jetzt erstmal schauen, was die Notenbank morgen Abend sagt in Amerika. Das war Roland Hirschmüller von der Baader Bank zu den heutigen Kurssteigerungen bei den europäischen Großbanken. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja.